Ja, ein kleines, aber süßes Museum. Roberto Donati è andato via? No, dovrebbe essere dalle 11.30 le... ma avevo problemi con il computer. Ah! Era qui adesso, ma Massimo! Roberto Donati è andato via? Eine schöne Aussicht. Ma c'è in giro qualche parte, sa, andato a mangiare, quindi no. Damit fahr mal in Hamburg durch den Straßenverkehr. Es viel Spaß haben. Ah, Brigitte Bardot. Da sah sie noch ansehnlich aus. So, getreu dem Motto, auch ein schöner Rücken kann entzücken. Mamma mia, was für Rundung. Eine V31 von 1951. Ah, die sind hier sogar in Reihenfolge. 53, 57, naja, 55. Ja, heutzutage sagt man AC, AB und damals ACMA. Quella che aveva Vincenzo era una cosa di reale o no? Non lo so. Pensa che Gabriele, io quando l'ho conosciuto, probabilmente sì. Ganz ehrlich, wenn das nicht ein geiles Gespann ist. Mega. Absolut mega. Gab sowas nicht auch bei der NVA? Nur als Trabant?
Trabant. Sono passati tutti questi mesi, hai capito perché dico non muore il pane? Perché ha diviso la famiglia, non c'è il pane, ha parlato di iniziale, non c'è il canale, non c'è il pane. Da weiß man gar nicht, wo man als erstes hinschauen soll. Ja. APE A1 von 1947. Mega. PDA 11, 3 Jahre später, 1950. Und nein, ich kenne mich damit nicht aus. Ich kann lesen. Aber dafür kann ich meinen Namen nicht tanzen. Irgendwas ist immer im Leben. Schon Hammer. 56er. Bitte, was ist das für eine mega geile Kombination? Schatz, ich wollte schon immer mal ein Pickup haben. Nee, nicht als Tanker. Ho vinto la vita. Mille grazie. Wenn der ADAC kommt. Man muss hier bei diesem kleinen Museum natürlich bedenken, das ist nicht vom Hersteller, das ist privat organisiert. Das hat nicht mit Piaggio als solches zu tun. Die haben ihr eigenes Museum in Pontedera. API AC2 1959, ja, als kleiner Muldenkipper. Hier der AC1 von 56. Ja, ist das jetzt ein Mini-LKW? Ich weiß es nicht. Ah, Nachtigall, ich höre dir trapsen. Man achte mal auf die Anhängerkupplung, nennt man die so. Einmal hier als Benzinwagen, Müllwagen, als Milchwagen. Hier nochmal
dann quasi der lose Anhänger. Guck mal, AC4 von 1962. Nice. Hier nochmal eine alte aus 57, AC1. Ja, und hier quasi der ADAC-Ersatz von 1968. Mensch, nur ein Jahr älter, als ich es bin. Hier schon was Modernes, 1970, die TM1 und 76 die TL2. Ist schon lustig. Na, guck mal hier. TL1 1969. Gutes Baujahr. Ja, das war der kleine Rundgang hier durchs Mini-Museum. Wie gesagt, privat organisiert, hat nichts mit Piaggio als solches zu tun. Alter, ist das hier warm. Ja, wirklich, eine schöner als die andere. Nun frage ich mich, wieso der innere Parkplatz jetzt gerade gesperrt ist. Könnte mir allerdings vorstellen, da ja nachher oder gleich das Geschicklichkeitsrennen ist, dass das deswegen abgesperrt ist, aber ist natürlich trotzdem für alle anderen scheiße. Hätte man anders machen können, müssen. Was haben wir hier gerade? High Noon. Hier ist natürlich in dieser Zeit bei dieser Hitze nicht wirklich viel los. Ich meine, wir haben im Schatten 29,5 Grad. Apropos Schatten, hier ist gerade sehr angenehm. Wir drehen hier mal eine Runde. Gestern Abend war hier die Hölle los, spielte AC/DC, war mega. Hab leider meine Kamera nicht dabei gehabt. War nicht geplant. Ja, wie schon in Interlaken um die Mittagszeit, absoluter Totentanz. Aber nun denn, ich nehme euch hier einmal mit auf den Rundgang. Ja, hier kannst du Geld ausgeben. Habe ich letztens schon geschaut, vorgestern.
Ah, es scheint schon verkauft. Nee. Ja, die geht aber vom Preis. Aber leider nicht lackiert, sondern es sind Aufkleber. Das ist natürlich der Burner, aber achtet mal, 20,5 waren es, genau, 20.500 Euro. Lecco mio. Ja. Die haben wir doch gestern auf Futur gesehen und vorgestern. Was haben wir denn hier? VNB 6T 7200. 150er Motor drin, ja klar. Kriegst du allerdings auch auf 125 zugelassen. So, jetzt habe ich mir erstmal einen schicken Eierwärmer geholt. 20 Euro wollen sie haben. Für so eine, naja, AliExpress 2,5 Euro Mütze. Aber der Aufdruck, der macht es. Ist besser als eine Schirmmütze, die ist nämlich einfach zu warm. So. Schöne alte Moto Guzzi. Ja, Teile kriegst du hier an jeder Ecke. Guck mal. Das gute alte Michelin-Männchen. Übrigens habe ich mir hier schon ein paar Socken gekauft. Ich weiß nicht, ich glaube, die werde ich niemals tragen, aber nun denn. Make my day. Ich muss auch echt sagen, wenn du hier bei 30 Grad plus rumeierst, da hast du gar keinen Bock auf gar nichts. Ich bin in Frankreich, aber ich bin in der Basis, ich bin in der Basis.
hier, der Australier lässt seine Schwester machen. Die haben wir auch schon auf den Alpdays in Österreich getroffen. Natürlich nur ein Leihgerät, was er da fährt. Er kommt tatsächlich aus Australien. Mega. Gut, das ist gut. Ja, was soll ich dann machen?